Hallo, ihr Quirlinge! Wie ist ein bisschen angesäuselt mitten in der Nacht, aber wir haben was zu tun, nämlich The Space in Between. Wir müssen uns darum kümmern, dass Evelyn Parker nicht komplett auseinandergenommen wird von irgendeinem garstigen Ripperdock in der Jig-Jig Street. Vorher sollten wir aber tunlichst irgendwie mit Judy sprechen, weil die hatte uns ja letztlich ins Clouds geschickt. Mann, kennen wir viele Leute mittlerweile. Hier. Hey, du rufst tatsächlich an. Ja klar. Hab doch versprochen anzurufen. Versprechen sind eine Sache, sie einzuhalten eine andere. Und? Hast du was rausgefunden? Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig Street. Scheiße, wie, der Typ ist richtig mies. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie? Macht sie jetzt irgendwas? Na, das werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, Evelyn bitte zu retten. Würden Sie uns einen Moment Ihrer Zeit schenken? Ja, worum geht's diesmal? Das Rohr, das in unserem Gebäude geplatzt ist. Die Bastarde von der Stadt haben immer noch niemanden geschickt, um das zu reparieren. Pass doch auf, was du sagst. Siehst du nicht, wer hier vor dir steht? Bitte, was braucht ihr? Also, das Rohr muss repariert werden. So viel ist sicher. Vielleicht noch etwas, um einige der Wohnungen zu reparieren? Überall sind Wasserschäden. Na gut, ich kümmere mich drum. Vielen Dank. Er kümmert sich drum. Wer es glaubt. Jig Jig Street, wir kommen. Wo sind die überhaupt? Die ist ja ganz in der Nähe. Da kann man ja. Ach komm, da laufen wir. Das lohnt sich doch kaum, da irgendwie ins Auto einzusteigen. Ein bisschen Bewegung wird uns gut tun. Aber nicht hier lang. Oh, Evelyn, hoffentlich finde ich nicht nur deine Einzelteile. Und hoffentlich erinnerst du dich noch an irgendwas. Oh, was ist hier los? Do not cross. Ah, und wenn schon. Hat ja keiner gesehen. Die Chick steht. Wo muss ich denn lang? Ah, hier. Aber offenbar auf einem anderen Höhenlevel, ha? Huh? Oh ja, ich. Was grinst du so doof vor dich hin? Ich habe eben was total Witziges gesehen. So ein paar Kids mit gefälschten Ausweisen wollten sich voll cool und lässig reinschleichen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich verpissen, aber die haben nicht aufgegeben. Sind hinten durchs Toilettenfenster reingeklettert. Die waren wohl echt notgeil. Eindeutig. Kaum waren sie drin, begegnete eine seiner Mutti. Sie hat wohl ihrer Familie erzählt, sie arbeitet in einem Hotel. Ganz schön hart, oder? Hart ist untertrieben. Voll tragisch, echt. Also, ich hab's überstanden hier, weil ich unten mein Dings hier gemacht habe, den Doppelsprung. Hat man nicht gesehen, aber ich hab's gedrückt. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum es keinen Schaden gab. Wo bist du denn hin mit deinem Süßen? Jetzt sind wir hier im... Siehst du lecker aus. Komm her und lass mich mal lecken. Du hast doch gar keine richtige Zunge. Oh. Da hakt's gerade. Ei, ei. Fängt sich gleich wieder. Ja. So, wir müssen zu Doktor... Miau, hat dich gratis gechippt. Scheiße, echt? Sie, Standardausstattung, aber sie funktioniert. Ach, jetzt musst du wieder quatschen. Wollte er echt kein Geld? Nada? Nicht mal in Raten? Wie gesagt, er war fertig und meinte nur, bis zum nächsten Mal. Evelyn, wir hatten jetzt kein besonders gutes Verhältnis, aber das hier hast du nicht verdient. Zumindest soweit ich das bisher weiß. Ah, wer bist denn du? Mitzi Sparks. Tür. Wer bist du?
ist eine Puppe. Oder? Ja. Darf ich hier lang gehen, ohne dass es Ärger gibt? Ja. Hey, keinen Schritt näher! Wen willst du hier sehen? Wenn ich mit dir reden will, dann ziehe ich meine Wumme. Klar? So. Splitter. Der Weltraum, mein Leben im Orbit. Das könnte neu sein. Der Weltraum, mein unendliches Leben im Orbit. Wie lebt es sich im Weltraum? Angenehm. Natürlich ist nicht alles toll. Schwerkraft unterhalb 1G ist weder für die Knochen noch die Muskeln gut. Synthetiknahrung ist keine gehobene Küche. Und das Zeug von der Erde ist selten und überteuert. Wenn du in einer privaten Orbitalstation lebst, Glückwunsch, du hast mehr Geld als ich, siehst du immer dieselben Gesichter. Entscheidest du dich für eine Hybridstation wie den Crystal Palace, wirst du jedes Wochenende mit albernen Partys junger Konzernratten leben müssen. Aber lass dich davon nicht abschrecken. Das Leben im Orbit bietet weitaus mehr Vor- als Nachteile. Punkt 1. Sicherheit. Um in den Orbit zu gelangen, brauchst du eine Menge Nullen auf dem Konto, was im Umkehrschluss bedeutet, es gibt dort oben weder Obdachlose noch Gangster auf Drogen oder aggressive Joy-Toys. Außer natürlich in den Mondkolonien, aber in die setzt kein Orbitbewohner, der etwas auf sich hält, einen Fuß. Mit anderen Worten, du kannst nachts unbewaffnet nach draußen gehen, brauchst keine Sicherheitsleute und kommst trotzdem in einem Stück und mit intakter Geldbörse zurück. Unglaublich, oder? Punkt 2. Servicequalität. Jeder, der hier oben im Kundendienstsektor arbeitet, hat enorme Schulden auf sich genommen, um herzukommen. Sie hoffen, all das Geld mit Trinkgeld, und zwar einer Menge Trinkgeld, zurückzuzahlen, was wiederum bedeutet, dass sie absolut alles tun, um den Reichen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Als Arbeitgeber musst du nicht befürchten, dass ein gerade mühsam angelernter Angestellter plötzlich kündigt und für ein paar Eddies mehr bei der Konkurrenz anfängt. Auf vielen Stationen, besonders den privaten, gibt es nämlich keine Konkurrenz. Und falls doch, ist sie unerheblich. Im Falle eines Falles können schließlich Vereinbarungen getroffen werden. Punkt 3. Der wichtigste. Keine Regierung kann dir vorschreiben, was du wie und wo zu tun oder zu lassen hast. Orbitalstationen sind autonom und unterstehen einer eigenen Gerichtsbarkeit und eigenen Gesetzen. Und davon gibt es nicht viele. Wenn du dir eine eigene Station leisten kannst, bist du dort der unangefochtene König und Meister deiner vier Wände. Du willst Hilfskräfte für einen Fehler bestrafen? Kein Problem. Binde sie zum Auspeitschen an einen Pfahl, wenn dir danach ist. Du willst 5 Ehefrauen oder 4 Ehemänner? Ich bin sicher, die Freiwilligen werden Schlange stehen. Warum 5 Frauen, aber nur 4 Männer? Ungerecht. So, das war ein neuer Text tatsächlich. Wer ist Doc Paradox? Ich glaube, das kennen wir wiederum schon. Ja, mit denen soll ich reden. Sprich mit den Schlägern. Was muss ich tatsächlich tun? Von welcher Sorte seid ihr? Dennis Chavez, Earl Diaz und Wayne Sludge. Naja, gut. Hi. Hab eine Nachricht für Fingers von den Tiger Claws. Und die Nachricht lautet? 2 Wörter. Dringend und vertraulich. Soll heißen, du hast die Wahl. Welche denn? Ich kann dich fertig machen, weil du ein Lahmarsch oder weil du ein neugieriger Wichser bist. Schon gut. Lass ihn durch, Sludge. Hat gut funktioniert. Hi, Sludge. Ich liebe dieses Spiel. So, Dr. Fingers. Der lässt nur Fingers übrig. Ich will lieber hier leben. Was? Nicht das Licht ausmachen. Sommer bedeutet Joy-Toys? Muss ich die ganze Zeit im Keller hocken. Oh, du mitleidiges und holdes Wesen, das durch die purpurdunkle Luft uns aufsucht, die wir mit blutgem Rot die Welt gefärbet. Wenn gnädig uns des Weltalls König wäre, so würden wir für deinen Frieden bitten. Klingt nach dem Paradies. Was genau ist bitte mit euch los? G-
Gesundheitsgutschein tot. Und der hier? Da sitzt ein totes Joy-Toy, also ein toter Mensch, auf dem Sofa. Oh Mann, ey, Fingers. Ist das ja dein Wartezimmer oder was ist das? Evelyn, ich mache mir immer größere Sorgen. Da liegt einer. Unter Drogeneinfluss. Alles in Ordnung? Nie im Leben schwimme ich. Ich hasse Wasser. Siehst du nicht, dass das allen egal ist? Fingers, weißt du, wo ich den finden kann? Wenn ich könnte, würde ich tauschen. Warum muss alles so verdammt konzipiert sein? Alles, was am Ende bleibt, sind ausgefranste Kabel und leere Flaschen. Also irgendwie sammelt dieser Fingers tatsächlich Joy-Toys ein. Die nicht mehr so ganz gut sind. In der Birne. Was ist denn sein Geschäftsmodell? Will ich's wissen? Vermutlich nicht. Werde ich's wissen? Vermutlich schon. Da geht's weiter. Hinten links müssen wir lang. Hier links, hier ist ein kleines Räumchen laut Karte, aber das ist wohl nicht wirklich da. Was haben wir hier? Ein bisschen Licht hätte der Bude echt mal gut. Unauffällig hier dieser Raum. Das hier ist auch unauffällig. Oh. Die gute Platte von Johnny. Das ist auch unauffällig. Na dann. Gehen wir mal dahin, wo die Quest uns auch hinhaben will. Hey, fass sie nicht an! Ich hab keinen Schiss vor deinem mickrigen Arsch. Wirst du aber, wenn jede Mox der Stadt in diesem Drecksloch aufkreuzt. Wenn du eine Geldforderung hast, dann geh vor Gericht, du Schlappschwanz. Okay, Mox und ein Schlappschwanz unterhalten sich. Was ist denn das? Das ist tatsächlich nur der Hintereingang, den ich jetzt geöffnet habe. Tut mir leid, aber frische Luft kann hier nicht schaden in der Bude. Hier lag was. Haben will. Karten. Ah, hier kann überall noch irgendwie so Kartenspiel liegen. Also mit diesen Kartenspielen übertreiben sie es echt. In keinem Spiel habe ich jemals so oft Kartenspiele gefunden. Wann findet man schon mal ein Kartenspiel? Und dann welche... Was ist das eigentlich für ein... Was ist das für ein... Wofür benutzt man es? Hä? Ah? Nein, bitte keine Ideen in die Kommentare. Noch einen Scheißstuhl wie ich hier. Und nein, das hier ist kein Hundehaufen. Das ist was ganz anderes. Um die 20.000. Was? Das hast du, Wichser, dir doch gerade aus dem Arsch gezogen. Pass auf, wie du mit mir redest, du Schlampe. Guck in den Spiegel. Denkst du, Fingers fix eine kaputte Gesichtsplatte umsonst? Wenn du raus willst, musst du mir das Geld zurückzahlen. Ach, das hier oben ist erst seine Praxis. Weil der Herr Zuhälter wollte nicht investieren in seine Zuhälter-Person. In seine zugehaltene. Naja, wir halten auch die Klappe zu. Okay, Doktor? Wie? Hey. Oh, Judy. Du bist aber schnell. Hallo! Stell dich gefälligst an! Hey, verdränge es nicht. Pflanz deinen Arsch hin und warte, bis du dran bist. Sama! Ross Austin, was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Ja, wir reden erstmal, komm. Dieser Fingers,
Kennst du ihn? Hab schon von ihm gehört, ja. Zum Beispiel? Seine Hand rutscht wohl gern aus. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich mach mir solche Sorgen um sie, wie. Wusste nicht, dass was passiert ist. Wir finden sie schon, ganz sicher. Na, woher solltest du das auch wissen? Was ist denn hier los? Nach dem Überfall war Evelyn eine Weile bei den Morgs, oder nicht? Ja, war sie. Warum zum Teufel ist sie dann zurück ins Clouds? Dachte, da wäre sie sicherer. Weiß Gott warum. Hab versucht, sie aufzuhalten, aber sie wollte nicht auf mich hören. Haben die Morgs es zufälligerweise auf Fingers abgesehen? Nein, wieso? Hab gehört, den Joytoys geht es nach einem Besuch in seiner Klinik eher schlechter. Naja, man kann nicht alle Probleme auf einmal lösen. Wir werden ewig hier warten, ich weiß das. Vielleicht kannst du mit einem der Mädels reden, ob wir vor können. Warum ich? Ich glaub nicht, dass sie mich mögen. Versuch's einfach oder schlag was Besseres vor. Du hast mal im Clouds gearbeitet? Nicht als Puppe, als Tunerin. Zu der Zeit habe ich F, Tom und die anderen kennengelernt. Evelyn bedeutet dir echt viel, hm? Und wie genau bist du zu diesem Schluss gekommen? Als du wusstest, wo sie ist, warst du kaum noch zu halten. Wenn du Evelyn erst mal gut kennst, willst du sie nie wieder loslassen. Ja, da kann die sie offenbar nicht gut genug. Meinst du, die halten Evelyn hier irgendwo fest? Dann würden wir sie wenigstens so schnell wie möglich finden. Andererseits, hoffentlich nicht. Wer weiß, was dieser kranke Penner mit ihr angestellt hätte. Okay, das nutzt alles nichts. Wir setzen uns mal zu euch, Ladies. Was fehlt euch denn? Hilft Fingers den Typen und Mädchen, die hier in der Gegend arbeiten? Mir schon. Ohne ihn säße ich schon im Rollstuhl. Er hat dir Chrom installiert, wo sich die Real Skin abgepellt hat und mit was ersetzt, was nach Bodenfliesen aus einem Seniorenheim aussieht. Besser als verkrüppelt. Judy, wenn ich hier reden soll, dann bitte nicht hier mich sabotieren. Ach, weißt du was? Geld ist das Einzige, was hier zählt. Ja, das sollte genug sein für richtiges Chrom. Von einem richtigen Ripper. Wenn du genug Knete für einen richtigen Ripper hast, was machst du dann hier? Kann dir doch egal sein. Er kann hingehen, wo er will. Jetzt bedank dich brav bei ihm und wir hauen ab. Alles ist ja verschwommen. Die letzte Besitzerin der Gesichtsplatte hatte ein längeres Gesicht. Die Ränder ziehen an deinen Sehnerven. Keine Sorge. Los, komm, gehen wir. Ich glaube, wir können. Irgendwann. Gehen wir rein? Was ist mit euch los? Und du hier, warst du nicht auch vor mir dran? Schickes Höschen. Schicke Schuhe. Ja, bitte. Wie kann ich helfen? Du kannst uns mal was erzählen. Und zwar Dinge, die wir eigentlich gar nicht wissen wollen. Sex und Chrom nehmen. Er wäscht ja noch die Finger und bekommt nichts mit. Chemikalien, lautlose Killer. Oh, seine Flasche lasse ich mal lieber, da hat er schon dran getrunken. Oh, hier ist was drin, was wir vielleicht brauchen. Sieht eher so wie ein Wohnzimmer als wie das Behandlungszimmer. Seltsam. Nun gut, bist du jetzt mal langsam fertig mit deiner Körperhygiene, ha? Oh, wenn du nicht aufpasst, Freundchen. Haben wir hier Evelyn irgendwo oder Teile von ihr, die wir wiedererkennen? Wieso hat der einen Puppentorso in der Badewanne? Aber die Badewanne ist wenigstens nicht ganz so dreckig. Trotzdem irritiert mich, was da drin rumliegt. Das hier nehmen wir mit. Wir schauen jetzt lieber nicht in den Spiegel. Ach, was ist denn das? Ach du meine Güte. Was ist denn da unten?
Ach, das war da oben. Naja, gut. Ein Stacheldildo. Ja, es ist schön. Und eine Verschwiegenheitserklärung. Was passt hier nicht dazu? Die Verschwiegenheitserklärung passt auf jeden Fall. Er hat sehr viele Spielzeuge hier. Und offenbar müssen sie alle gereinigt werden, weil sie sehr stark benutzt sind von irgendwie. Next Stock. Also das Badezimmer ist jetzt, würde ich mal sagen, untersucht zur Genüge. Schauen wir jetzt hier rum, an diesem Tigerkäfig. Also, ich glaube, der Typ hat echt ein Sexproblem. Oh, was ist denn das? Cottonmouth. Was ist das? Egal, einstecken. Können wir aufmachen? Nein. Was ist das eigentlich für eine Kabine hier? Ach, das ist eine Dusche. Ah, ich verstehe. Das sieht relativ brav aus, dein Bett hier. Relativ gut gemacht, meine ich. Aber ich habe jetzt hier nichts gefunden, was auf Evelyn hindeutet. Wir müssen wohl mit ihm reden. So, mein Lieber, erzähl mal. Wir suchen eine Evelyn Parker. Ich weiß, dass sie hier war in deiner Klinik. Ah, verstehe. Darum geht's also. Wo ist sie? Na, das ist mal eine schwierige Fangfrage. Seid ihr Tiger Claws? Ich habe all meine Schulden bezahlt. Wir sind Mox. Mox? Sagt das doch gleich. Also, was führt euch her? Ist dieser Typ eklig? Wer hat sich den ausgedacht? Wissen diese Mädchen, dass du defekte Implantate einbaust? Du nennst sie defekt. Ich nenne sie die Besten, die sie kriegen können. Hm? Was kriegst du dafür? Was immer sie mir bieten können. Und sie haben immer irgendwas zu bieten. Du bist so ein Drecksack. Abschaum! Sucht ihr eine Freundin? Hab gehört, du hilfst den Mädchen aus der Gegend. Kinder spielen nicht gerne mit kaputten Spielzeugen. Wenn die Haut schlabbert, die Löcher ausleiern und die Implantate nicht funktionieren, dann... Nun, du verstehst. Wer für Ware bezahlt, will gute Qualität. Das Einmaleins des Konsumismus. Ich bitte dich, auf Schrottplätzen gibt es bessere Qualität als hier. Habe ich dir schon gesagt, ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Ich muss sie finden. Bitte, kommt in mein Büro. Du hast hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sagen wir so, ich widme mich mit Leib und Seele jeder einzelnen von ihnen. Da kannst du jeden fragen. Ich bin doch kein Metzger. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, was die Leute wollen. Umschmeichelt, gelobt und gestreichelt werden. Sich fühlen, als ob sie etwas wert sind. Natürlich, ich kann mich nicht an alles und jeden erinnern. Bitte setzt euch auf eure exquisiten Hinterteile. Was mich am meisten stört, sind die Latschen an diesem Typ. Du bist nervös geworden, als ich ihren Namen erwähnte. Also tu nicht so. Ich weiß, du erinnerst dich an sie. Ich habe eine neurologische Störung. Das sind nur Ticks von mir. Wirklich. Ich wünschte, ich wüsste, wen du meinst. Warum sollen wir uns hinsetzen? Was ist mit deinen Logs? Du musst doch Aufzeichnungen haben. Bitte, Tag wie diese registriert man nicht. Da werden keine Namen aufgehoben. Blaue Haare, Puppenchip, erstklassige BD-Ausrüstung, allerdings beschädigt. War sie hier? Die arme Kleine. Ich wollte ihr helfen, wirklich. Aber diese Einrichtung ist nicht gerade gut ausgestattet. Du meintest, du könntest ihr nicht helfen. Was stimmte denn mit ihr nicht? Also, wenn ich das wüsste, würde sie sicher fröhlich strahlend hier stehen. Das Instruktionsregister auf ihrem Chip war total verkohlt. Hab's ausgetauscht. Hat nichts gebracht.
Der Schaden kam von einem Netrunner mit Malware-Marke Eigenbau. Ja, klingt plausibel. Komm zum Punkt. Den Punkt? Ah ja. Nun, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo sie ist. Schluss mit den Scheißlügen! Was hast du, Freak, mit ihr gemacht? Entweder legst du dieser Kreatur einen Maulkorb an, oder du schläferst sie ein. Mit ihr im Raum kann man sich nicht unterhalten. Du bist Abschaum, erbärmlich, überflüssig. Ich bin so kurz davor, dich einzuschläfern. Zwei Biefer aus einem BD-Studio haben sie. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Bitte, bitte! Sie haben was von einer Motte geredet. Virtus mit der Todesmotte. Meinten, sie wäre gut für die Motte. Ich glaube, mehr weiß er nicht. Ich brauche frische Luft. Bin draußen. Na? Und ich wasche mir die Hände. Es ist ja hier Standard, sich die Hände gut zu waschen. Oh je, oh je, oh je. Was haben wir denn hier noch gesehen oder übersehen? Die Welt als Wille und Vorstellung. Lesen. Die Welt als Wille und Vorstellung. Überdies alles nun, aber ist der Tod die große Gelegenheit, nicht mehr ich zu sein, wohl dem, der sie benutzt. Während des Lebens ist der Wille des Menschen ohne Freiheit. Auf der Basis seines unveränderlichen Charakters geht sein Handeln an der Kette der Motive mit Notwendigkeit vor sich. Nun trägt aber jeder in seiner Erinnerung gar vieles, das er getan und worüber er nicht mit sich selbst zufrieden ist. Lebte er nun immerfort, so würde er, vermöge der Unveränderlichkeit des Charakters, auch immerfort auf dieselbe Weise handeln. Demnach muss er aufhören zu sein, was er ist, um aus dem Keim seines Wesens als ein neues und anderes hervorgehen zu können. Daher löst der Tod jede Bande, der Wille wird wieder frei. Denn im Esse, nicht im Operari, liegt die Freiheit. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Aber das hatte ich schon wieder vollkommen verdrängt. So, der hat nichts dabei. Finn Gerstadt. Ach, Fingers. Vorname, Nachname. Ah, verstehe. Okay, dann gehen wir mal. Wenn ich hier rauskomme, jemals wieder. Warum hat er uns hier hintergebeten? Glaubt ihr, der tatsächlich, er kann so irgendwas erzählen und es wird dann ein Dreier oder was? Können wir hier noch was tun? Er hat ja hier irgendwo einen Laptop. Kommen wir wohl nicht anders ran. Ah, hier, benutzen. Fingers, MD, Klinik, Medbay, Reparatur. Herzleistungen, Herz über mich, Herztermin. Ich bin der einzige Let's Player, der das durchliest, aber das muss sein. Ich bin Finn Gerstadt. Ey, Relic. Das ist gerade lustig, ja? Reiß dich zusammen. Ein Ripperdoc, der seinem Handwerk mit Leidenschaft nachgeht. Ich behandle nicht nur Patienten in Not, sondern ich sehe auch Dinge, die sonst niemand sieht. Ich glaube fest daran, dass eine persönliche Beziehung mit meinen Kunden unglaublich wichtig ist. Deshalb gebe ich mir Mühe, jeden Einzelnen näher kennenzulernen. Meine Patienten kommen immer wieder, weil sie wissen, dass man sich auf Finn verlassen kann. Ich lasse niemanden im Stich. Meine Arbeit ist für mich vor allem meine Berufung und erst dann mein Lebensunterhalt. Deshalb macht es mir überhaupt nichts aus, wenn jemand in Naturalien bezahlen möchte. Wir finden immer eine Lösung. Schreibt es sogar auf seiner Website. Ich wurde in Japantown geboren und bin dort auch aufgewachsen, mitten in Night City. Warum soll man nach grünerem Gras suchen, wenn man im Chrom-Eden von Night City und seinem schlagenden Herzen Japantown lebt? Schon als Kind war ich von Implantaten fasziniert und ich habe mich immer gefragt, in welchem Ausmaß der menschliche Körper durch Chrom ersetzt werden kann. Wo der Mensch endet und wo die Maschine beginnt.
Ich habe mein Handwerk von dem einzigartigen Harold Hunter gelernt, dessen Lehrling ich war, bis Harold auf tragische Weise ermordet wurde. Klammer auf, er wurde von schlechten Menschen getötet, nicht aus Rache. Harold hatte seinem ganzen Leben niemandem etwas getan. Das könnt ihr mir glauben, ich kannte ihn gut. Klammer zu. Oh, das ist über ihn. So, Termine. 10 Uhr Reparatur rechtes Bein, 10.30 Uhr Anpassung der Optik, 11 Uhr Tittenaustausch, das steht da. 20.30 Uhr Tittenverkleinerung, auch das steht da. 11.30 Uhr Anpassung der Motorik, 13.30 Uhr rechte Hand, 16. Reparatur, 14 Uhr Austausch der Gehirnrückenmarksflüssigkeit, 17 Uhr Vaginoplastie, zweite Operation und 18.30 Uhr Kniegelenkinstallation. 19 Uhr Penisvergrößerung, Klammer auf, Richtwert Burrito XXL, Klammer zu. 19.30 Uhr Gelenkanpassung, Richtwert, ich werde nie wieder ein Burrito XXL essen können. Oh, hier ist ein Adminzugang. Leistungen, ist was kaputt? Getriebe quietschen und Funken fliegen? Nicht verzagen, Dr. Fingers fragen. Ich biete umfangreiche Optionen für Implantatreparaturen an. Ich kann alles reparieren und wenn etwas doch das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, finde ich eine billige Alternative für dich. Hast du die Nase voll davon, gewöhnliche organische Arme und Beine zu haben? Dann bist du hier chromrichtig. Ich ersetze Organe und Gliedmaßen so schnell und schmerzfrei, dass du es kaum merken wirst. Narkose ist nicht im Preis mit inbegriffen. Ah, mein Lieblingsbereich der Medizin. Ich habe ein Auge für Schönheit und weiß genau, wie man sie erreicht. Du musst gar nicht viel Zeit auf meinem Operationstisch verbringen, um von einem langweiligen Mauerblümchen zu einer unwiderstehlichen Sexpuppe zu werden. Vertrau mir, ich bin Profi. So, hier, Admin. Oh, wir können das hacken. BD, 1C, BD. So. Seid ihr nicht gefunden? Hä? Ihr habt doch gehackt hier. Wieso geht denn das nicht? Golden Fingers an Candice Sweet. Hey Schönheit, ich habe dein Profil gesehen und musste einfach fragen. Hast du ein Pflaster? Dein Anblick hat mich so überwältigt, dass ich hingefallen bin. Und Antwort. Hey, schön dich kennenzulernen. Freut mich, dass dir mein Bild gefällt. Was machst du so beruflich? Antwort. Ich kümmere mich um hübsche Mädchen wie dich. Hätte dich total gerne mal auf meinem OP-Tisch. Dann siehst du auch, warum man mich Fingers nennt. Oh mein Gott. Du lebst in Westbrook, oder? Wann können wir uns treffen? Und Antwort. Warum antwortest du mir nicht? Oder nochmal die Nachfrage. Kaputte Puppe von Woodman. Ah, da ist er. Unser Typ aus dem Clouds. Hab gehört, Joy-Toys sind deine Spezialität. Hab eine hier, die total im Arsch ist. Kannst du sie dir angucken? Frag nach mir im Clouds. Antwort. Was stimmt nicht mit ihr? Antwort. Würde ich dir schreiben, wenn ich das wüsste. Komm halt mal vorbei und guck sie dir an. Und Antwort. Okay, bring sie zu mir. Ich habe eine Klinik in der Jig-Jig, einer Nebenstraße von der Poplar. Und Antwort. Wie viel kostet mich das? Und Antwort. Kommt drauf an. Wir werden uns schon einig. Schlimmstenfalls lässt du sie gegen eine kleine Gebühr da. Okay, also sie war definitiv hier. Das hat er aber auch nicht bestritten. Terminplan für heute. Ja, das ist sowas ähnliches wie das, was wir gerade gelesen haben. Kontakte. Babyface, Alberto Moreno, kreuzt oft nicht auf, zahlt nie rechtzeitig. Schulden 4, Prozeduren plus Medikamente. Hard Driver, zahlt in Naturalien, Schulden 0. Wie auch immer, der zahlt. Kennedy Sims, Unverschämte. Ne, das lese ich jetzt nicht vor. Sieht nicht schlecht aus, ist aber vergeben. Karima Kaba, krieg sie nicht rum, Schulden 0. Kiki, langweilig, hat selten was zu sagen. Flacher Arsch, Schulden 4 Prozeduren. Maviko, zahlte Naturalien, Schuld 2 Prozeduren, plus Medikamente. Muffin, unglaublich geiles Fickstück, 10 von 10, sagt selten nein, Schulden 0. The Dude, zahlte Naturalien, ist aber ein Psycho, Schulden 5 Prozeduren. Velvet, nicht schlecht, 7 von 10, bezahlt meistens, Schulden 1 Prozedur. Okay. Ja, wieso kommen wir denn jetzt hier nicht in den Admin-Zugang? Seite kann nicht angezeigt werden. Erstaunlich.
Also, das hat jetzt nichts gebracht, was wir nicht schon wussten. Ein paar weitere Details. Aber ansonsten nichts. So, was ist denn hier? Das ist nur ein Monitor. Ansonsten haben wir nichts mehr. Okay, wir gehen raus. Der nächste bitte. Aber ich glaube, momentan braucht der Onkel Doktor einen Onkel Doktor. Wer bist du eigentlich? Bist du einer von denen? Ross Austin. Channel Tour. Krimi-Zeit, was ist denn das? Na, das ist, glaube ich. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen, ja. So, es wird hell. Wow. Judy, wo bist du? Lass mich hier nicht alleine, bitte. Ich habe sie zurück ins Clouds gehen lassen. Ich hätte sie aufhalten sollen. Keine Angst, wir finden sie. Ganz sicher. Wir finden nur, was von ihrem zerstückelten Körper übrig ist. Hey, reiß dich zusammen. Willst du jetzt aufgeben? Nein. Unsere einzige Spur ist ein XBD. Wohin führt uns das? Und wir wissen, dass es was mit dem Todesmottensiegel zu tun hat. Besser als nichts. Ich raff deinen Optimismus nicht. Klingt immer noch, als hätten wir nichts. Sagt dir das Todesmottensiegel was? Irgendwas? Egal wie unwichtig es scheint? Hör zu. In dieser Branche ist die Nachfrage für alle möglichen Fetische da. Und das grenzenlos. Aber XBD-Macher würden ständig den Standort wechseln. Und das macht es schwieriger, sie zu fassen. Wir müssen rausfinden, wo sie das Zeug drehen. Muss irgendein dreckiges Loch sein. Die werden wohl kaum ein Studio haben. Ja, sicher irgendwas Ruhiges, Abgelegenes. Vielleicht entdecken wir was in einer ihrer Virtus, was uns auf ihre Spur führt. Dann müssten das echte Vollidioten sein. Alles und jeder hinterlässt Spuren. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Glück bin ich mit der besten BD-Spezialistin der Stadt unterwegs. Das sind zwei Expertenaugen mehr. Na schön, deine BD-Spezialistin hat eine bessere Idee. Pleasures of Night City, eine Domain mit einem Ableger im Darknet. Da findet sich alles Mögliche. Vielleicht stoßen wir ja auf was Nützliches. So gefällt sie mir gleich viel besser. Lass mich einen Moment nachdenken. Ja, warum nicht? Die Darknet-Domain ist die beste Spur. Halten wir uns an deinen Plan. Gut. Hoffentlich kannst du was Nützliches ausgraben. Ich warte im Van. Okay. Suche ein Terminal und finde die Domain Pleasure of Night City. Ja, wir sind jetzt übrigens schon in einer nächsten Nachfolge-Queste. Die Queste mit dem Doktor, die ist jetzt schon zu Ende, was ich gar nicht so schlecht finde. Und es ist auch hell draußen geworden, was ich ebenfalls nicht so schlecht finde. Jetzt kann man hier nochmal Übersehenes einsammeln. Jetzt sind irgendwie die ganzen Boxen da. Vorhin waren sie nicht da. Also diese Lootboxen hier. Na, diese Loot-Würfel-Symbole. Aber dieses tote Ding hat noch keiner abgeholt. Oh, was ist hier? Blaue Butter? Was zum Teufel nehmen die? Blau? Muss ein Sephabricol-Derivat sein. Der Scheiß floss während des dritten Konzernkriegs durch alle Venen. 24 Stunden kein Schmerzgefühl und hinterher erinnerst du dich an nichts. Wer kann's ihnen verübeln, hm? Ja. Okay, das war jetzt nur so ein Johnny-Beitrag, der uns inhaltlich nicht weiterbringt. So, ich muss ein Terminal finden. Warum gehe ich nicht oben an deinen Laptop? Das war doch eins, oder? Was ist denn hier mit Sludge oder wie der hieß? Ach, der ist weg, der hatte nur Nachtschicht.
Schade. So, also, wir haben dort irgendwo jetzt was zu recherchieren. Das werden wir auch tun. Aber da die letzten beiden Episoden so wahnsinnig lang waren und wir hier mit der ersten Queste, mit der Doc Ripper Fingers-Queste zu Ende sind, machen wir hier Schluss und weiter mit der Suche nach Evelyn geht's im nächsten Teil. Bis dahin!